als Venezuela, dem Land mit dem modernen, vorbildlichen Wahlsystem, transportiert die Tagesschau den hirnrissigen Ruf nach freien Wahlen, macht den Präsidenten Maduro damit unausgesprochen zum Usurpator und verklärt seinen Gegner zum Freiheitshelden. Einen Mann, den 81% der Bevölkerung Venezuelas bis vor wenigen Monaten noch nicht kannten und hier sowieso niemand. Und nicht ein einziges Mal kommt bei der Tagesschau die Frage auf, was wohl in Deutschland geschehe, wenn sich ein erfolgloser Oppositionspolitiker nach monatelangen Geheimgesprächen in Moskau und Beijing selbst zum Kanzler erklärte, sofort von Moskau anerkannt würde und die Bundeswehr zum Sturz der Regierung aufriefe. Garantiert würde ihm Schlimmeres widerfahren als nur Einschüchterungsabsichten. Er säße umgehend wegen Hochverrats im Knast oder in einer Gummizelle. Wer ist eigentlich dieser Guaido? Dazu jetzt Cornelia Praetorius und Peter Wittig. Ich möchte Ihnen einiges erzählen zu diesem Herrn, diesem berühmten, selbsternannten Präsidenten Juan Guaido. Den kann es schon fast keiner aussprechen. Er ist niemals... Er ist niemals gewählt worden. Er ist Präsident in der Nationalversammlung von Venezuela, die zurzeit von der Opposition dominiert wird, durch seine Partei Stimme des Volkes reingekommen und ist nur durch ein Rotationsverfahren innerhalb der Partei überhaupt dran gekommen, jetzt die Präsidentschaft zu haben. Er wurde sofort, nachdem er sich gerade selbst ernannt hatte, innerhalb von Minuten von den USA anerkannt, von ihren Medien, von der Lima-Gruppe, das sind die rechten südamerikanischen Staaten, von weniger als 50% der EU-Staaten, von Israel. Dieser Mann ist mehr als 10 Jahre lang durch CIA-finanzierte Regime-Change-Fabriken der USA aufgebaut worden. Unter ihnen Otpor. Otpor führt als ein Symbol die geballte Faust. Dann von George Soros, Export bzw. auch Adopt a Revolution, also exportieren oder eine Revolution adoptieren. Das ist von dem Spezialisten für Regime Changes, für Umstürze. Zu denen gehört auch eine Organisation Canvas. Die haben über Jahre Studenten ausgebildet im Regime Change, im Regierungssturz. Und sie ausgerüstet außerdem mit Waffen, die sie auch einsetzen bei allen Unruhen, die in dem Land jeweils aus einem bestimmten Anlass entstehen können. Da werden diese Leute sofort infiltriert und militant und mit rohester Gewalt in Aktion gesetzt. Zu denen gehört auch eine Gruppe, die an verschiedenen venezolanischen Unis studiert hat und die sich inzwischen Generation 2007 nennt. Die haben ein Signal verabredet, dass wenn 5 dieser Studenten an 5 verschiedenen Universitäten gleichzeitig einen Abschluss machen, das ist ein Signal, dass der Umsturz beginnen kann. Einer der Mitkämpfer war Leopoldo López, der auch schon inhaftiert wurde, weil er derartig ruchlos umstürzerisch tätig war. Diese Leute werden mit 40 bis 50 Millionen US-Dollar gefördert. Das geht alles an die Opposition. Sie haben auf ihrem Konto 2014 schon 43 Tote gehabt und 2017 nochmal 120 Tote. Mehrere Regierungsanhänger wurden besonders von der Gruppe, in der Guaido als Terrorist wohlgemerkt tätig war, bei lebendigem Leibe verbrannt. Sie haben auch einen Brandanschlag auf das Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft verübt. Sie haben sich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie Stacheldraht über Straßen gespannt haben, um Motorradfahrer damit zu töten. Einer ist dabei durch diese Art
enthauptet worden. Was ihn auszeichnete für die Amerikaner, war nicht nur, dass er äußerst geduldig und äußerst konsequent immer auf der total rechten Seite war, sondern dass auch er ein bisschen aussieht wie einer der Venezolaner, also nicht wie ein Ausländer, sondern wie ein Mestize. Und er hat in der ganzen Zeit sehr, sehr wenig Medienaufmerksamkeit gehabt. Das hat ihn auch dafür prädestiniert, als ein gewissermaßen unbeschriebenes Blatt, jetzt den Herrn Maduro einfach zu ersetzen. Und noch einen letzten Hinweis. Bei Wikipedia, unserem hochberühmten, nicht urheberrechtlich schützenden Medium, war der Herr Guaido-Eintrag bis zum 11. Januar 2019 37 Mal geändert worden. Und am Schluss stand drin, er sei ein umstrittener Präsident von Venezuela. Danke, Ende. Peter Windig, mein Name, Beruf Theatermacher. Meine Frau und ich sind vorgestern zurückgekommen aus einem Teneriffa-Urlaub. Das Wetter war traumhaft, mit einer Ausnahme. Am 2. Februar in der Inselhauptstadt Santa Cruz war das Wetter katastrophal. Dort fand eine Kundgebung venezolanischer Kontras statt, der sogenannten Exil-Venezolaner. Es sprach Wilma Guaido, der Vater des Putschisten-Jünglings. Er lebt seit 16 Jahren auf Teneriffa. So weit, so schlecht. Es kommt aber noch besser. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Santa Cruz de Tenerife kennt, die Stadt. Da gibt es einen Platz, die Plaza de España, und darauf steht ein großes Monument. Ein riesenhafter steinerner Obelisk mit einem Kreuz auf der Vorderseite. Um ihn herum einige bronzene Riesenmänner von Statur, denen ich nicht in einer dunklen Straße begegnen möchte. Am Fuß des Obelisks Reliefs militaristischer Art, die sind zum Fürchten. Dieses Monument ist 1947 eingeweiht worden. Es verherrlicht den Sieg der Franco-Faschisten über die Spanische Republik. Dieses Monument war am 2. Februar der Hintergrund für die Demonstration der venezolanischen Contras. Hat jemand noch Fragen? Cornelia bittet nachzutragen. Wer das nachlesen will, wer Guaido ist, kann das auf den Nachdenkseiten, da ist das alles zusammengetragen.